Einzelnen vorstellen und die Ausstellung vorstellen, weil das wird mein Nachredner tun. Das erste Mal seit der Zeit, seit ich hier angefangen habe, von 3,5 Jahren, werde ich die Ausstellung nicht im Detail beschreiben und es ist eben auch die erste, die ich nicht verantwortlich kuratiert habe, sondern ich habe meinen Vorgänger Uwe Rüth eingeladen, das zu tun. Und dieses Thema Gerlinde Beck ist ja ein ganz spezielles, weil viele, die sich mit dem Museum und eben auch mit dem Freundeskreis Habakuk gut auskennen, wissen, Gerlinde Beck hat schon mal eine Ausstellung hier gehabt, vor knapp 20 Jahren. Und einige haben dann schon auch gefragt, warum muss man jetzt Gerlinde Beck wieder zeigen? Die Antwort ist eigentlich, naja, nicht ganz einfach, sondern sie ist vielschichtig. Zum einen liegt es daran, dass, und Sie sehen da oben den Namen Kerstin Ergenzinger, die hat vor 2,5 Jahren eine Videoarbeit über das Werk von Gerlinde Beck, und zwar ganz speziell über die Klangstraße gemacht, die wir oben im Eingangsbereich des Museums sehen und wo um 14 Uhr auch eine Performance stattfinden wird, auf die ich mich schon sehr freue. Und Kerstin Ergenzinger hat diese Klangstraße inszeniert, kongenial mit den Tänzern des Badischen Staatsballetts in Karlsruhe und mit Musik von Herrn Volz, die er und seine Mitstreiter, die heute Nachmittag diese musikalische Performance machen werden. Es ist also eine Interpretation, eine künstlerische Interpretation über die Generationen hinweg gewesen. Kerstin Ergenzinger kann heute leider nicht hier sein. Sie lebt in Berlin und ist, naja, jetzt etwa 40. Gerlinde Beck ist 2006 gestorben, da kann man sich vorstellen, was für ein Zeitabstand da war. Und das ist der andere Grund, warum ich meine, dass Gerlinde Beck heute hier in Mal eine, zu Recht eine Präsentation in dieser Größe auch hat. Es ist nämlich so, dass sie in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eine der wichtigen, eine der zentralen und auch der erfolgreichsten deutschen Bildhauer gewesen ist. Ich sage das extra so, weil viele Bildhauerinnen hat es sowieso nicht gegeben. Und kommt ein weiterer Punkt dazu. Wenn also ein Künstler ein wichtiges Werk gemacht hat, und das wird Uwe Rüth gleich ausführen, in welcher Weise sie stilprägend war und auch in der Diskussion einfach mitgewirkt hat und ihr Verhältnis zu Musik und zum Tanz und zum Raum, welche eigenen Lösungen sie dort gefunden hat. Wenn so jemand dann mehr oder weniger in der, nein, ich will nicht sagen, der Versenkung verschwindet, dagegen steht schon allein die Beck-Stiftung, die immer etwas dazu tut. Und da möchte ich ganz herzlich Herrn Kuno Schlichtenmeier begrüßen, der die Stiftung auch ganz stark mitprägt. Aber trotzdem ist eben das Ergebnis so, dass wenn ich jüngere Künstler, auch Bildhauer, gefragt habe, dass der Name nicht mehr entsprechend präsent ist. Und selbst wenn man den Namen kennt, das Werk nicht mehr so präsent ist. Und da kommt der Punkt zu, dass ich meine, auch unser Skulpturenmuseum muss nicht nur oder darf nicht nur junge Kunst zeigen, sondern muss immer wieder, wie im ersten Jahr, als ich hier angefangen habe mit Ansgar Nierhoff, oder im letzten Jahr immer wieder auch Positionen zeigen von Bildhauern, die eigentlich schon, ja, wo man einen echten Rückblick zeigen kann, wo man ein Lebenswerk zeigen kann, selbst wenn sie noch arbeiten, und wo man dann auch eine Traditionslinie in der Skulptur selber ziehen kann. Und dafür steht eben auch durchaus das Skulpturenmuseum von der Sammlung geprägt, die ja besonders wichtige Werke auch in der Frühphase des 20. Jahrhunderts hat. Und hier ist es eben in dieser Ausstellung gelungen, ihr Werk, das Werk von Gerlinde Beck, mit den entsprechenden Assoziationen und Vorbildern und Hintergründen aus dem Film und aus dem Tanz anzureichern und damit eine thematisch sehr schlüssige Ausstellung zu machen, die es so noch nicht gegeben hat. Uwe, herzlichen Dank, dass du die hier so gut konzipiert hast.